So, meine Lieben, die Lampe funktioniert auch wieder. Ich habe mir aber allerdings eine neue bestellt. Dieses Purple, ne? Das gehört in den Raum dazu. Guck mal, das macht den Raum ganz. Versteht ihr, was ich meine? Und bis zum Livestream, der Samstag ist, Samstag 18 Uhr, schön mit Forza durchballern, wird das alles hier wieder funktionieren. Beziehungsweise jetzt funktioniert es eigentlich auch, aber die kann immer, geht immer aus. Die hat irgendwie so eine Funkstörung, irgendwas ist damit. Wird ausgetauscht. Ihr habt mir einen Discord geschickt. Uwe hatten wir auch lange nicht mehr, habt ihr gesagt. Stenkern bei Fridays for Future. Ich weiß, ich kenne die Veranstaltung. Das ist ein Video von Aaron. Ich habe letztens mit Aaron über Instagram kurz geschrieben. Er wollte meine Kontaktdaten haben aufgrund einer Business-Geschichte so. Schauen wir mal, was der dreiste Aaron wieder hier so veranstaltet. 1, 2 und let's go. Hallo Freunde der Sonne, willkommen zu einem neuen Video. Heute wird demonstriert, weil Fridays for Future. Fridays for Future, okay. Klimawandel, der muss gestoppt werden. Weniger fliegen und alles drumherum. Und hier sind tausende Leute, die demonstrieren. Die Frage ist, sind sie hier, um Schule zu schwänzen oder weil sie wirklich demonstrieren wollen? Wir gucken mal. Okay, jetzt verstehe ich, worum es geht. Der Begriff war mir kein Begriff. Ganz schön düster da, ne? Voll dunkel, schlechte Stimmung da, so wettermäßig und so. Kurze Frage, wie viele Bäume sind denn für dein Schild gestorben? Ihr seid ja ganz vorne dabei. Wie viele Bäume sind vielleicht... Geil, jetzt legt er wieder los, da Aaron. Geil. Hey, warum seid ihr... Da, sowas ist ja genau richtig. Heute hier. Aaron. Warum bist du... Das war aber eine Süße, ne? Guck mal. Ihr seid ja ganz vorne dabei. Warum seid... Das ist eine Süße, oder? So eine kleine Mina, so. Wie Mina irgendwie. So Straßenköder blond. Volle Lippen, große Augen, großer Mund. Seid ihr heute hier? Schöne Zähne. Da, guck mal so. Ja, das ist... Grüße gehen raus. Aaron. Warum bist du denn hier heute? Ich bin in der Schule hier. Und was machst du? Für was demonstrieren hier? Kann man auch brüllen. Es reicht. Halt, stopp. Seid ihr zum Demonstrieren hier? Nee. Alter, das verstehe ich nicht. Wie warm, wie kalt ist denn das da? Sie, voll die Winterjacke hier an. Diese Dame, voll die Winterjacke an. Und er kommt hier im dezenten Longsleeve, sagt er. Noch hochgekrempelt, kein Problem. Halt, stopp! Hey, Bayer Demo Bier, geil! Ja! Ja, für was demonstrierst du denn? Für Heineken! Heineken! Wofür steht denn CO2? Abgase. Aber was genau ist das? Chemische Begriff. Wir kennen dann alle deine Videos und wissen, dass du die Leute immer in so einem richtig netten Licht darstellst. Nein, wenn du mir sagst, was SUV bedeutet, bist du voll dabei. Geil. Okay, Leute, wir fangen jetzt an. Okay, wir fangen an zu singen. Wir machen mit bei der Rettung der Erde. Und H2O? H2O. Ja. Was bedeutet SUV? Keine Ahnung. Ja, aber die sollen ja weg. Nee. Was glaubst du, wie viele Likes wird das Bild auf Insta machen? Keine Ahnung. Ja, 100 müssen schon drin sein. Ich liebe das Schild. Oder? Welcher Kapitalbrassung ist das? Ist das Benzema? Okay. Da sind doch richtige Klimaaktivisten. Ich hatte ja Probleme mit meinem Mercedes im Parkplatz zu finden, weil die Polizei alles abgesperrt hat. Ist auch doof, oder? Ja, das haben wir auch gesehen. Mit dem Auto hin und dann. Ja. Entschuldigung. Hallo, du hast ein tolles Schild. Was steht da drauf? Mutter Erde ist eine Ehrenfrau. Ah ja. Genau, Mutter Erde ist eine Ehrenfrau. Wie viele Bäume wurden denn für das Schild gefällt? Sehr viel. Raus aus der Kohle. Ja. Demonstrieren oder nur filmen? Demonstrieren. Wofür? Für unser Klima. Und was können wir denn machen, dass das besser wird? Ein bisschen weniger Auto fahren, ein bisschen weniger Fleisch essen. Hallo, hallo. Ja, schön. Ja, der Hauptschultimo, wink mal. Ich glaube auch viele junge Leute so, ja klar, sie wissen, ach, Klimawandel, aber ich glaube viele haben gar nicht so diesen Kernbegriff, also so gar nicht so weit damit auseinandergesetzt. Sie sind hingegangen, oh, ein Event, ja lass mal ein bisschen demonstrieren, wir wollen, dass die Welt, die Erde heil bleibt so. Und im Endeffekt, ja, steigt jeder wieder bei Mutti ins Auto ein, lässt sich wieder zur Schule fahren, fährt mit der eigenen Karre oder weniger Fleisch essen, essen alle bei Oma, Mama macht Mittagessen, alle das gleiche Fleisch. So, und im Endeffekt so ändern die ganz wenigen halt. Aber es ist natürlich gut, dass sie da sind, ist schon mal so ein Anfang. Tschüss, Timo, ey! Was bedeutet denn CO2? Keine Ahnung. H2O? Ich habe in Chemie nicht aufgepasst. Achso, nicht schlimm, einfach demonstrieren. Ruf immer Klimawandel. Ruf zu Klimawandel! Klimawandel! Was ist denn der Treibhauseffekt? Ah ja. Boah, Digga. Hallo, kann ich Sie fragen, warum Sie heute hier sind? Oh, du bist der Zweite. Ich bin der Zweite, aber ich bin der Beste. Cowboy, warum ist man heute hier? Als Cowboy? Nein, als J.R. Ewing in lebendiger Form. Ah, okay, aber warum sind Sie denn heute hier?
Ja, weil ich einen ist so lange. Ist JR Ewing Dallas oder Denver? Schaffen wir denn den Klimawandel von 0 auf 100 oder brauchen wir ein bisschen Zeit? Oh, ich bin skeptisch. Nehmen wir mal Dallas. Dallas, ey, dafür bin ich zu jung. Aber dafür kenne ich Pikachu. Freut man sich, dass sich die Jugend so engagiert? Ja. Oberaffen geil. Also 2012 ist Dallas noch gelaufen. Ja, aber das hat ja dann keiner mehr geguckt. Dafür kennen Sie denn Pikachu? Nein. Also sind wir quitt. So, aber warum sind Sie hier? Indianer, richtig? Nee, Pokémon. Ja, ja, geil, Indianer. Gegen die SUVs, aber viele wissen ja nicht mal, was SUV bedeutet. Sports Utility Vehicle. Ah, geil. Eine kurze Frage, alle sind ja gegen Atomkraftwerke und so drum. Liegt das Problem, dass die so alt sind oder dass die Technik nicht weit genug ist? Dass es nicht funktioniert? Ich sag mal so, keiner hat ja mehr ein Handy von 1940. Warum seid ihr hier? Naja, weil es ein verdammt wichtiges Thema ist, oder? Warum ist es so wichtig? Weil es uns alle was angeht, Alter. Jetzt ist es immer das Wichtigste, du zeigst, dass du ein Chef bist. Was heißt CO2? Kohlenstoffdioxid. H2O? Genau, so funktionieren tut das ja, nur die Auswirkungen, die sind halt bewusst und klar und leider wird da zu wenig investiert. Ich meine, es gibt Gründerstipendien, es gibt sonstige Förderungsmaßnahmen für alles Mögliche, aber leider nicht für das, was wirklich notwendig ist. Was würdest du denn besser machen? Mehr Restriktionen für die Wirtschaft, mehr Restriktionen für die Bevölkerung. Meine Zuschauer sind nicht so schlau, erklär mal Restriktionen bitte. Okay, mehr tatsächlich Regeln und Verbote. Und was ist deine größte Klimasünde? Ehrlich gesagt, fällt mir gerade nichts ein. Ich bin da sehr zufrieden. Komm! Dass ich mal Auto gefahren bin, ja. Das ja. Fällt mir nichts ein gerade. Kaffeebecher? Immer hier eigenen mitnehmen? Nee, habe ich nicht. Kannst du mal sagen, so, ich fahre SUV? Nee, wir müssen. Das können mir Leute nicht erzählen, so. Jeder hat irgendwie. Und wenn er nur aus einer Plastikflasche mal trinkt, weil er einfach Oberdurst hat oder so diese Überunschuldigen, weißt du? Viele Sachen verbieten, keine Ahnung, müssen mehr im Verkehr. Der muss doch sagen, was soll denn verboten werden? Also okay, soll mein schöner Mercedes A-Klasse verboten werden? Weniger Autos auf den Straßen, mehr öffentliche Verkehrsmittel, solche Sachen zum Beispiel. Bist du schon mal Öffis gefahren? Sehr oft, jeden Tag. Und macht Spaß? Richtig Spaß. Ab und an weiß man auch optisch nicht, ob es ein Klimaaktivist ist oder ein Obdachloser. Es gibt ja diesen Song, wir machen mit bei der Rettung der Erde. Fahrradfahren, wenig Fleisch und natürlich. Ich sage, Sun Energy is better. Ja, ah. Ist das die gute Lösung? It is a very good solution. Ah, ist eine gute Lösung. Meine Zuschauer sind nicht so schlau, muss ich übersetzen. Egal für was du demonstrierst, ich mach mit. Cool. Guck mal, siehst du deinen Kollegen mit Bier und allem? Ist der hier zum demonstrieren? Ich saufen hier. Nee, ja. Nee, viele lassen. Würdest du das auch verbieten? Saufen? Nee, muss auf jeden Fall erlaubt sein. Und was ist denn wichtig beim Klima? Aber was ist dann mit den Bierflaschen am Ende? Ja, recycelt, ja. Ich finde wichtig, dass das, der Klimawandel gestoppt wird. Aber wie können wir den stoppen? Also immer einen UT mitlaufen lassen. Ja, Untertitel. Genau. Nee, ein anderer Titel heißt es. Ah ja, jetzt ist wieder sein Film. Ja, ist ja ganz schön. Spart man ja Heizkosten und dadurch spart man ja wieder. Boah, hier das ist ja Win-Win. Hier in Deutschland, Alter, aber die Welt ist nicht nur Deutschland, Mann. Das stimmt. Ich weiß gerade nicht, ob wir bei Fridays for Future sind oder bei den Village People. Na, bist du mal kurz so? Nein, wir sagen, Ja, viele nutzen halt das Event, da ist was los, lass mal hin, weißt du, kurz mit der Knülle, ein bisschen dabei sein, so, und dann. Oder was löst ihn denn aus? Also, wie wir jetzt bisher mit der Umwelt umgegangen sind, in den eigentlich seit Jahrhunderten fast schon, ist halt recht. Die Ritter haben auch schon echt viel mit ihrem Mercedes angerichtet, oder? Ganz ehrlich, wenn ich das hier sehe, wo sind die guten Zeiten der Love Parade? Mit Dr. Motte. Oh ja, ja. Du hast ein Bier in der Hand. Ja, wie alt bist du? 19. Du darfst schon trinken. Tatsächlich. Also und du rauchst, weil Raucher wachsen nicht. Guck mal, das Ding ist ja, ich bin Russin, ich rauche, ne? Ich bin klein, das ist kleinwüchsig, aber noch nicht behindert. Erst ab unter 1,50, ne? Ja, okay, mach einfach weiter. Läuft schon von alleine. Nee. Bist du Vegetarier? Du lächelst, nein! Ey, einmal die Woche. Einmal ja, so ein schönes Steak kann man doch nicht nein sagen. Was? Siehst du, da geht das los, Leute, so dieses auf, wir wollen die Erde retten, weniger Fleisch, bla bla und was auch immer so. Jeder hat sein kleines Laster. Das ist nicht immer ein Laster, das ist so alltägliche Dinge. Man kann vieles zurückschrauben, da bin ich auch dabei, Leute, sagt der, der ein AMG, Camaro und McLaren fährt. Aber trotzdem, ja, wenn es irgendwie drauf ankommt, die Erde zu retten, bin ich dabei. So. Und
Aber alle, jeder da, der eine auf, ja nee, ich hab nichts und hier und ich fahre immer Bahn. Ich bin früher mal Auto gefahren, ansonsten nichts, was der Umwelt schaden könnte. Das ist alles gelogen. Ich verstehe mal dieses Englische. What do we want? Was wollen wir? Hört sich doch voll cool an und aggressiver. Und dann alles auf Englisch zurück. Deswegen sind auch keine Marzahner hier, weil alles auf Englisch ist. Kurze Frage, warum seid ihr da? Klimademo oder Hanflegalisierung? Ich glaube, man kann sich wirklich voneinander trennen bei der Politik, die gemacht wird. Ach, guck mal, hier, ihr seid sicher da zum Schuleschwänzen, oder? Ja, deine größten Fans. Oh, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Was bedeutet CO2? Warum trinken deine Freundinnen Bier? Auf die Straße. Willst du einen Schluck? Nee, ich bin krank. Aber ihr singt ja auch gar nicht. Wir haben auch Rum-Cola im Rucksack. Seid ihr zum Saufen oder Demonstrieren? Um beides. Habt ihr einen Tipp? Ich muss auf die andere Seite, wie es am besten geht. Ja, drunter durchbuddeln. Ja? Oh, jetzt ist ein Schild verloren. Mein Mercedes steht da drüben. Was bedeutet CO2? Wasser, sehr gut. Entschuldigung, danke, Wieso. Entschuldigung. Ich fliege erstmal weniger und esse nicht mehr so viel Fleisch. Auch okay. Wasser. Mach dir mal Gedanken. Guck mal, überleg mal, was mit Beton, wo der herkommt und was damit gemacht wird. Informier dich da und darüber auch mal. Weil das ist natürlich wichtig. Jetzt werden dich die Bauarbeiter alle hassen. Ja, ich bin Bauarbeiter. Ach so. Hallo? Ja, dann gibt es hier keinen Kasten mehr für dich am Freitag. Ja, das ist Bier ist klimaneutral. Diese ganzen scheiß Industrien, die einfach gar keinen Bock haben, halt irgendwas zu verändern wegen Profit. Und wir müssen was verändern, Mann. Ja, aber wir wollen ja alle Geld verdienen. Ja, aber nicht so. Wie bezahle ich denn meine Villa, wenn ich nicht Geld verdiene? Werde doch einfach Prostituierte. Ah ja. Was machst du heute Abend noch? Darf ich fragen, Sie filmen hier und alles? Ja. Schön? Es ist fantastisch. Ist ein bisschen wie früher, Leute, die demonstrieren und rumschreien. Nein, ich finde es ganz anders als früher. Fuck you ist jetzt aber nicht nett. Na, es muss ja auch nicht immer nett sein. Es ist ja jetzt auch nicht mehr nett langsam. Ah, nimmst du die Hand bitte weg? Oh, es ist sexuelle Belästigung. Ja. Es tut mir leid, Männer können auch sexuell belästigt werden. Ja, das habe ich gerade gemerkt. So, wäre es umweltfreundlicher, wenn man hier mit dem iPad stehen würde und jeder liest mal? Was willst du der Folgegeneration mitgeben? Der Folgegeneration? Leute, passt auf euch auf. Wow, super. Ja, passt auf euch auf. Ja. Weil die Kollegen stehen da super. Die ist ein bisschen hippelig, ne? So, aber die kleine Maus und Brille steht ihr und so. Ihr wisst doch, diese Dings. So. Boah, hast du gut gemacht, sehr gut. Dann trinkt mal noch eure Cola Rummische und habt Spaß. Fliegen Sie? Wenig. Wenig? Einmal im Jahr. Einmal im Jahr, ist okay. Urlaub, Autofahren? Leider etwas mehr. Ja, aber man muss ja sagen, man kann ja auch nicht von 0 auf 100, oder? Auf der anderen Seite ist es regelmäßig so, dass wir zum Beispiel bei irgendwelchen Fahrten, die länger sind, grundsätzlich das Auto voll haben. Das ist immer gut. Und man kann nicht von 0 auf 100, oder? Exakt. Das muss man sagen. Aber auf kürzestem Wege, wenn es geht. Das stimmt. Das ist die beste Aussage. 0 auf 100 geht nicht, aber auf kürzestem Wege. Und ab und an mal ein schönes Steak ist auch okay, oder? Man muss ja auch was gönnen. Ah, nicht? Nein. Seit 20 Jahren nein. Kein Fleisch? Kein Fleisch. Oh, dann sind Sie viel besser als ich, muss ich sagen. Ne? Ich, seit 20 Jahren nein. So zum Beispiel bei kein Fleisch und so, da bin ich auch dabei. Ist kein Thema. So, wenn wir da wirklich was retten können. Aber dann geht's wieder los, Leute. Ja, was ist mit den Schlachthöfen, mit den Bauern? Denn auch da wieder. Das ist nicht einfach. Aber als man glaubt, das ist viel einfacher. Es ist wirklich. Wir leben. Ah, ja. Vielen Dank, dass Sie sich die Mühe für meine Kinder geben. Gerne. Bella, unsere Kinder dank dem Herrn. Vielen, vielen Dank. So, meine Lieben, das war's vom Fridays for Future Dreh. Ich fand's gut, dass alle demonstrieren gehen. Ich finde gut, dass alle hier sind. Ich finde gut, dass alle sich einsetzen. Der ältere Mann hat's am besten zusammengefasst. Und man kann nicht von 0 auf 100, oder? Exakt. Das muss man sagen. Aber auf kürzestem Wege, wenn's geht. So sehe ich es. Ein bisschen Spaß muss sein. Und hängt in den Kommentaren, haut raus, wenn ihr mich scheiße findet. Deswegen. Ein bisschen Spaß muss aber sein. Überlegt immer selbst, was ihr für die Umwelt machen könnt. Guckt nicht immer auf die anderen. Ach, und alle, die mir mal schreiben, Aaron, du fliegst, du Arsch, geht mir nicht auf den Sack. Haha, geil. Das feiere ich ja an Aaron, ne? Aber Aaron hat das richtig zusammengefasst. Jeder soll auf sich schauen, was er ändern kann. Ja, wenn das auch nur so ein Mühe ist, mit dem Fleisch zum Beispiel. Weniger Fleisch essen, ja? Wenn ihr damit für euch das Gefühl habt, okay, so kann ich irgendwie mitmachen, dann macht es. Aber wie gesagt, immer dieses auf andere meckern, bringt nichts. Macht selber irgendwas. Macht selber irgendwas. Ansonsten, ja, jeder so wie er möchte. We'll be right back.